Hallo zusammen und willkommen zu Replaycast 530. Weiter geht's, nächstes Match Nation War Polen gegen Südkorea. Wir haben hier den Zerg, der im letzten Match siegreich war. Fürs Team Polen, das ist Nurchio. Und der spielt tatsächlich ein Wiederholungsmatch, denn Team Südkorea hat den ersten Revive verbraucht. Und zwar haben wir hier in Blau, das ist Zest, nochmals. Der hat nämlich gesagt, nach seiner Niederlage gegen Nurchio, okay, das versuchen wir gleich nochmal, ich mache ihn jetzt fertig. Dementsprechend, Zest schickt sich nochmals selbst ins Rennen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wer der Kapitän vom Team Südkorea ist. Auf jeden Fall, die haben beschlossen, Zest darf nochmal ran, damit ist der erste Revive von Team Südkorea natürlich raus. Dementsprechend, ein Player kann nur einmal revived werden. Heißt, Zest kann im Falle des Falles nicht mehr wiederbelebt werden. Aber ich denke, das ist bei Team Südkorea tatsächlich nicht sonderlich tragisch, da die ja Innovation in der Hinterhand haben. Und Innovation Revive ist, glaube ich, mächtig genug, um die meisten Teams in arge Probleme zu bringen. Es ist jetzt die Frage, kann Nurchio sein Sieg gegen Zest nochmal wiederholen? Er baut hier schon mal ähnlich wie im letzten Game, macht seine Expansion an der eigentlichen dritten Basis, schickt die ersten Drones hin, Zest hier natürlich auch mit dem Scout, sieht noch keine Natural da, zieht die ersten paar Länge, muss jetzt hier abhauen. Zest selbst hat natürlich wieder die Gateway Expansion gespielt und den Core hinterher holt sich gerade Adept und Mothership Core. Also soweit, bis auf eine andere Karte, sieht das Spiel sehr, sehr ähnlich aus wie das zuvorige. Die Frage ist eben, wie wird es mit dem Harassment laufen? Kann Zest hier Damage finden mit seinem Adept? Was ist seine Tech-Wahl? Was hat Nurchio vor? Im letzten Spiel hat er dann doch Link Pressure gespielt, Link Banning Push und zwar einen richtig krassen. Und hat damit eben Zest sehr unter Bedrängnis bringen können. Macht er das nochmal oder spielt er diesmal einen anderen Style? Das ergibt sich jetzt dann so nach und nach. Wir haben schon mal eine Änderung in der Tech-Wahl, denn Zest spielt die Twilight Council Robo-Kombi anstatt dem Stargate. Und der Adept hier versucht Damage zu finden, kriegt hier einen Circling. Und der zweite Link, ja, der knabbert ein bisschen dran rum, aber Adept kommt hier weg. Ist angeschlagen ein bisschen und setzt hier gleich mal den Vorsichtsshade, falls er doch noch gejagt wird, damit er hier abhauen kann. Dementsprechend zip, ist der Adept weg, Link wird ihn so schnell nicht sehen. Nurchio hat einmal reingescoutet in die Mainbase, hat, soweit ich weiß, nicht die Natural gesehen, nein, weiß nichts vom Tech. Aber da kann er kurz einen Circling die Rampe hochschicken, dann sollte das eigentlich alles im Blick haben. Und es kommen hier auch nochmal zwei Gateways mit dazu, genauso wie hier der Darkschwein. Heißt, wir haben hier tatsächlich den DT/Archon-Drop auf Seiten von Zest. Das ist ein starker Opener, gerade auf dieser Map, der man mit dem Warprism sehr, sehr schnell auf der gegnerischen Seite drüben ist. Der Warprism kommt in diesem Moment und die Gateways und der Warpgate-Tag wird rechtzeitig fertig eben für den Darkschwein, damit vier DTs reingewobbt werden können. Und danach gibt's Beef auf Seiten der Zerg-Basis. Nurchio muss das eben adäquat defenden, braucht natürlich dafür Detection. Mofti aber natürlich auch gerade sind leer, heißt mobile Detection ist nicht mehr so weit weg, wenn er dann Overlords entsprechend zu Overseer morpht, dritte Basis steht. Und Nurchio tatsächlich diesmal ohne Push, baut hier stattdessen sehr viel schneller seinen Roach-Wochen und seinen Leertech. Dementsprechend härterer Tech beim Zerg. Warprism wird gescoutet von den Zerglingen. Ja, Darkschwein ist in wenigen Augenblicken durch. Wenn das ein Zest eben wird dahinter seine Dritte nehmen. Das ist eigentlich so Standard, weil man eben mit diesem Drop dermaßen viel Druck auf den Gegner ausüben kann, dass er mit der Dritten eigentlich schnell durchkommt. Aber hier die Prop wird nochmal angegangen und auch gekillt. Und es gibt jetzt also nochmal Creep Spread von Nurchio. Möchte hier tatsächlich die dritte Basis noch sehr, sehr stark unterbinden. Und jetzt eigentlich hier die vier DTs sind keine Archons geworden, denn stattdessen direkt die Tees und die Queen ist hier schon mal panisch am Laufen. Denn auch wenn die Detection jetzt da ist, man muss erstmal den Damage haben, um die Tees tot zu kriegen. Und dementsprechend die Queen läuft hier und wird schlussendlich doch zerschnetzelt. Jetzt geht sie an die Roaches. Overseer war gerade nicht mehr dabei. Und jetzt hier mit ein paar Roaches mehr kann Nurchio auch mal vernünftig gegen die Tees kämpfen. Werden aber jetzt hier eingeladen und fliegen einfach weg. Kann natürlich zu späterem Zeitpunkt wiederkommen. Trotzdem, Nurchio droned massiv hinterher. Schießt gleich hoch auf 56 Drones. Und hat eine weitere Queen natürlich im Bau, nachdem er hier eine verloren hat. Jetzt gibt es hier den Archon Drop und der ist auch wahnsinnig stark gegen Roaches, weil die mit ihrer Ranged Attacke dem Zusatzdamage gegen biologisch wahnsinnig stark auf Roaches brutzeln können. Man sieht es hier, es war ein Schlag, das war ein zweiter Schlag, dritter Schlag, vierter Schlag und direkt der erste Roach tot und der Rest ist gut angeschlagen. Und Warprism evakuiert sofort wieder. Es kommt Blink hinterher hier im Twilight Council und nochmal vier weitere Gateways hier für Zest.
Der macht hier sehr, sehr bald sehr, sehr ernst. Hat noch keine dritte Basis hier, weil der Overlord immer noch gestört hat. Und der Archon Drop hier versucht immer noch ein bisschen das Damage zu finden. Queen's jetzt hier natürlich versuchen, das Warpism zu fokussen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Harassments. Wenn das Warpism stirbt, dann hat sich das ganze Harassment hier erledigt, wo man den Archon einfach easy snipen kann. Und dementsprechend das Warpism hier lädt ein, fliegt weg, kommt hier nochmal weg, scoutet dabei, aber natürlich auch die vierte Basis vom Zerg. Und ja, Zest, wie lange wird er hier das bei diesem Warpism und dem bisschen Harassment belassen? Denn eben das, was er zu Hause baut, spricht viel, viel, viel mehr Aggression. Die vier weiteren Gates, wobei er das, ja, hat dann gerade einen Moment vergessen zum Aufklappen. Dann haben wir hier 8 Gateways online, Robo online. Da geht dann richtig viel an Protoss Production. Wenn das in das Warpism versucht, ist immer noch, aber wurde mal wieder abgehalten. Auf Seiten von Nurture kommen erstmal jede Menge Overlords. Er muss Supply frei machen. Er hat natürlich Roach Tech, das füllt sein Supply ziemlich schnell. Hydra Tech ist jetzt hier auch fertig. Plus 1 Attack ist mit auf dem Weg. Also plus 1 Attack ranged für Queens, Roaches und Hydras und auch Ravager. Ravager werden die ersten paar gemorpht. Heischen Hydras kommen mit dazu und auch das wichtige Hydra Upgrade kommt hier auch mit an den Start. Und es gibt jetzt hier entsprechend den ersten Beef, und zwar Stalker. Stalker Pressure mit Blink Upgrade und einem Warpism und 2 Archons. Und das kann jetzt hier sehr, sehr schnell sehr krass eskalieren. Denn eben 8 Gateways sind am Start, da gibt es gleich richtig viel an Warpins. Erste Warpin ist hier schon wieder zugekommen. Jetzt hier gibt es das erste kleine Engagement. Corrosive Bites landen ganz, ganz knapp an einem Stalker. Aber das ist nicht weltbewegend. Overseer wird hier direkt rausgesniped. Es gibt weitere Stalker hier. Das Warpism muss sterben. Warpism wird jetzt hier aber schön evakuiert. Es wird stattdessen der Warpin abgebrochen. Archons werden schön eingeladen, nach hinten gezogen. Stalker blinken zurück. Und Nurture fightet hier tatsächlich off-creep. Nochmal ein Transfuse drauf. Und muss jetzt hier eben langsam zurückkehren. Was sehr, sehr gefährlich war. Kriegt aber jetzt hier nochmal im Umdrehen den Archon. Setzt mal Corrosive Bites. Zest läuft da immer voll durch. Man sieht, sie frisst da wahnsinnig viel Damage. Und sich das nicht kurz leisten. Zest hier im Supply ein gutes Stück hinten, aber hat auch viele Minerals auf der Bank, kann da eigentlich sofort einmal einen kompletten Warpin starten. Dann wäre er sofort im Supply nochmal 10 höher. Stattdessen gibt es jetzt hier ein Warpin zu Hause. Und zwar wieder eine ganze Ecke an Sandfies. Da kommt gerade länger mit dazu. Als die können nichts anrichten, wenn das Warpin mir in der Mainbase geht. Hier an die Hydra und die Queen. Und die beiden werden sterben. Dafür muss eigentlich nochmal evakuiert werden. Es gibt noch kein Drone Damage. Wir stalken hier. Blink nochmal weg. Werden dann erst eingeladen. Bisschen fancy. Und Linge werden hier nochmal abgegrast von den Stalkern, die immer noch auf der Karte sind. Plus 1 Missile Attack ist durch. Das Hydra Upgrade wurde kurz gecancelt und wurde jetzt hier nochmal angedrückt. Nurture in der Panik hat er versucht, nochmal ein bisschen mehr an Geld und Units rauszudrücken. Und hier die Hydras, ja, warten einfach nur auf das Warpism. Währenddessen gibt es Linge mit dazu. Binding Nest kommt hier auch nochmal dazu für den Zerg. Und plus 1 Melee Attack für Linge und Banelinge. Währenddessen Protoss steht jetzt hier auf seinen 3 Basen. Hat eine vernünftige Economy am Start, beide Spieler bei den 65 Workern. Und damit gibt jetzt hier Zest eigentlich nur noch Units an den Start und möchte damit einfach Druck machen und gucken, dass er so viel Zerg wie möglich ausschalten kann. Aber auch Nurture's Armor sieht sehr, sehr gut aus zum aktuellen Zeitpunkt. Ist durchaus kampffähig gegen das, was der Protoss momentan hat. Das Warpism hier wird immer noch abgehalten. Und es gibt jetzt hier die vierte Basis für den Protoss, heißt Nurture's fünfte wird vermutlich bald folgen. Die Army hier eben, Sentries, Immortals, Stalker mit Blink, plus 1 Attack ist mit auf dem Weg hier für den Protoss. Und Nurture bewegt sich jetzt hier rüber, und zwar Linge zuerst, und zwar sehr, sehr schnell. Und die haben gerade die Army ausgescoutet, heißt, man kann mal kurz in die dritte vorbeischauen und da ein bisschen was töten, aber kommt sofort der Double-Double-Charge. Nurture das nicht, dreht um, möchte sich mit der Haupt-Army schlägern. Engage sofort hier mit den Dingen. Sentries haben Forcefields gesetzt, waren damit hier von den Corrosive Bites komplett zernichtet. Eine Immortal hier sehr laut, die beiden Immortals sind jetzt sehr laut, und der erste Immortal stirbt hier beinahe. Überleben hier beide gerade noch so. Und da kommt jetzt hier eine ganze Weile an Zellets. Die haben natürlich keinen Charge und werden jetzt hier sofort von den Dingen surrounded und werden hier sterben, ohne groß was anrichten zu können. Währenddessen sind die Stalker immer noch auf dem Highground gefangen. Nurture jetzt hier wieder sehr, sehr tief drin in der Basis vom Protoss hier an der dritten. Sehr gut zugange. Aber die Army kommt von oben wieder runter und versucht immer noch zu fighten. Muss natürlich den Corrosive Bites ausweichen. Und hier kommt auch gleich der erste Koloss raus. Das könnte natürlich auch noch ein Gamechanger werden. Es sind zwei Robos am Start, die beide Kolosse produzieren. Erster Koloss ist jetzt hier da. Und Nurture flieht jetzt hier die untere Flanke mit dem Koloss, mit der zurückkehrenden Army. Hat die dritte noch nicht wirklich abgerissen und hat die Army eigentlich nicht wirklich bekämpfen können. Verliert hier unten seine Dinge. Und jetzt ist hier die Army von Nurture in einer ziemlich schlechten Position. Zellets kommen von der einen Seite, umkreisen die ganze Army und sie hauen hier so viel Damage raus. Es wurden 13 Probes getötet, aber es sind so viele Zellets plus 2 Kolosse mit dabei. Und Nurture jetzt hier Panik im Rückwärtsgang, versucht hier nochmal irgendwie zu fighten, und man sieht, die Protoss Army kann einfach immer dranbleiben, eben mit den Stalker noch mit Blink, mit den zwei Kolossen. Nurture flieht jetzt hier mehr und mehr Army Supply, da kommt eben besagter Blink und jagt noch weitere Hydras. Der Overseer wird hier auch noch sterben, und damit ist jetzt hier Zest wieder am Vormarsch, baut zwei weitere Kolosse plus das Koloss Range Upgrade, und Nurture antwortet mit mehr Hydras, und Hydras sind gegen Kolosse nun wirklich nicht sonderlich gut.
Es sind einige Queens mit dabei, mit Transius. Und Zest dreht hier ab Richtung Norden, Richtung vierte Basis, quasi die wichtigen Punkte in der Economy anschlagen. Zest hat natürlich einige Probes verloren, selber bei der Aktion. Aber trotzdem, der Gebäudeschaden hielt sich relativ gering. Der Cybercore ist gestorben. Daher kamen so viele Sandlets dann von Zest, weil er einfach nichts anderes einwerfen konnte. Wenn das Near Cubes hat denied, zwei Drones getötet und Stalker blinken fröhlich nach hinten. Aber natürlich, vierte Basis für den Protoss steht und die meint. Dementsprechend, da geht wieder was. Protoss Economy ist soweit online, kann weiterhin gegenhalten mit weiteren Units. Und eben mit mehr und mehr Kolossen wird das für Nurture immer gefährlicher. Er baut jetzt hier zwar selber Long-Range-Einheiten mit den Lurkern. Lurker dann ist hier auf dem Weg. Genauso auch der Spire für Anti-Air, quasi Anti-Koloss-Waffen mit den Corruptern. Und später dann auch Bloodlords. Währenddessen kackt hier nochmal ein Overlord auf den Nexus, einfach weil. Er war eh schon zu spät, aber das kann man sich nochmal kurz gönnen. Das sieht eigentlich echt nice aus hier. Ich sehe der Schleim um die Gebäude rum. Der löst sich dann auch nach und nach von den Gebäuden ab. Ja, das sieht man hier. Es zieht sich so nach und nach zurück vom Gebäude. Schon cool gemacht eigentlich. Das wurde, glaube ich, mit Heart of the Swarm kam das mit dazu. Oder mit Legacy. Irgendwie so. Das war Anfang, so wie zu Wings of Liberty Zeiten, hat der Creep noch nicht die Gebäude voll bedeckt. Das wurde erst später nachgefügt. Das ist eine schöne, so kleine visuelle Änderung. Und jetzt gibt es hier wieder mein Engagement. Die Banning hier komplett rausgenommen von den Kolossen. Konnte überhaupt nichts anrichten. Haben nicht mal wirklich Schild-Damage gemacht. Und es gibt hier eine Riesenkeule an die Tees hier. Und das werden alles Arkons hier. Zest nutzt sein Gasvorrat, um ordentlich Arkons zu pumpen. Wenn das sind Stalkers, sind nach oben unterwegs und werden da auch die Linge hier empfangen. Heißt, Zest weiß, wo die Sorg-Army sich befindet. Kann da natürlich seine Hauptarmee entsprechend bewegen, aber Nurture wartet auch mit einer zweiten Truppe in Richtung dritte Basis. Währenddessen fleht hier Nurture aber auch selber gerade ein paar Drones. Und zwar an der vierten ist hier Beef mit einem DT. Der kämpft mit der Queen und die Queen alleine macht dann nichts gegen die DT. Währenddessen gibt es jetzt hier den Angriff auf die dritte Basis. Da sterben direkt Probes. Da sind die Banninger mit dabei. Die connecten momentan noch nicht. Die kullern einfach so fröhlich vorwärts. Trotzdem Pylons abgerissen und 12 Probes hier easy gestorben. Währenddessen wird eigentlich die Arme hier zurückgedrückt von den ganzen Arkons. Wir werden jetzt hier nochmal zurückgezogen, ohne Kolossunterstützung ist das ein bisschen wenig. Jetzt hier mit den Kolossen fräst einfach nur durch die Hydras durch. Währenddessen hat sich die Armee nicht großartig bewegt. Die Linge haben versucht zu fighten, aber hier war auch ein Koloss mit dabei, der hat das alles abgehalten. Und jetzt dreht sich hier so nach und nach der Supply-Vorsprung. Nurture flieht hier immer mehr und mehr und die Protoss-Armee ist einfach wahnsinnig kampfstark zu diesem Zeitpunkt mit den Archons, mit den Kolossen. Und der Mortis ist noch mitten dahinter. Man sieht sie, die Hydras versuchen hier zu flankieren, haben noch keinen plus 2 Missile Attack, dementsprechend ein Archon hier überlebt, hinten wird nochmal einer gesniped. Natürlich komplette Flankierung von allen Seiten, versucht sie auszunutzen, dass Zest noch immer offen auf der Karte rumläuft, aber eben jetzt auch Nurture hat nicht die Army zusammen, um auf Creep zu fighten, um einen Hauptzentralpunkt zu fighten, sondern muss hier seine Army irgendwie zusammenziehen von allen Seiten, versucht jetzt hier den 360 Grad Surround Stalker blinken nach hinten und damit hier Unterstützung für die Kolosse und da kommt Stalker nochmal von der Seite, die Hydras sind hier oben alle off Creep zusammen mit den Queens und man sieht hier, die Kolosse brutzeln einfach nur massiv durch die Hydras durch. Nurture's Supply droppt hier ziemlich hart. Die Queens versuchen nochmal alles mit zu Juice. Die Stalker werden gejagt von Pylvers, aber das sollten sie eigentlich schaffen. Nurture hat nicht genügend Army Supply, um diese Protoss-Army zu klären. Und damit war der Revive erfolgreich und Zest sichert sich das 3:1 gegen Team Polen. Er wollte gegen Nurture nochmal fighten, hat das auch getan und hat auch entsprechend das umgesetzt. Damit jetzt hier 3:1 für Team Korea. Mal sehen, was als nächstes kommt. Polen hat natürlich jetzt jeden Spiel einmal besiegt, heißt jetzt können nur noch Revives kommen. Ein Spieler kann nur einmal revived werden, ist die Frage, schicken sie Nurture, schicken sie Laser, schicken sie Mana als Revive? Das sehen wir dann im nächsten Spiel. Bis dahin, macht's gut und ciao.